Mein Name ist Tobias Ortelt. Man sieht das gleich auf der ersten Folie. Ich berichte heute über das Projekt Engineering Education 4.0 im Projekt ELLI. Das ELLI-Projekt wird zum Glück vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb vom Qualitätspakt Lehre gefördert. Und ich selber bin aktuell in Abteilungsleiter für die Ingenieurausbildung am Institut für Umform, Technik und Leichtbau der TU Dortmund. Und ja, wer bin ich überhaupt? Also ich bin gelernter Maschinenbauer, das soll das linke Bild symbolisieren, aber ich bewege mich jetzt immer mehr im Kreis der Didaktik. Und das ist ganz spannend, wenn man einen Stuhlkreis sucht, war das Bild von der Kindertagesstätte Gartenwahn in Mainz. Also das ist irgendwie genauso, wo ich mich bewege. Als Ingenieur war das sicherlich das erste Mal komisch, in einem Stuhlkreis zu sitzen. Und das Ganze, das ist auch der Verbund, weil der Verbund besteht durch die Stärke, dass in jedem Standort der drei Standorte Aachen, Bochum und Dortmund Maschinenbauer, also Ingenieure mit Didaktikern zusammenarbeiten. Und das ist total wichtig und ein total tolles Projekt, dass man sich auf Augenhöhe da bewegt und miteinander sich austauschen kann und manchmal auch streitet. Aber das ist, glaube ich, in jedem Projekt so. Genau, das ist das ganze Team dahinter. Aktuell das wird von 4 Professuren geleitet. Es wurden 3 Juniorprofessuren in ELLI geschaffen. An jedem Standort arbeiten circa 8 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ja, unzählige studentische Hilfskräfte haben uns bei diesem Projekt unterstützt oder unterstützen uns auch weiterhin, weil wir sind in der glücklichen Lage, dass wir noch bis Ende 2020 gefördert werden. So, das ist jetzt einmal ein Beispiel, passend natürlich aus Dortmund mit Marco Reus. 20 Jahre Entwickler im Game-Bereich. Also man hat es damals auf dem PC gespielt, FIFA 96, das war auch mein erstes FIFA, was ich gezockt habe. Und jetzt sieht es so aus. Und wenn man das sehen, in 20 Jahren Entwicklung hat sich da schon einiges getan. Von der Pixelwüste da auf der linken Seite zu diesem fotorealistischen Bild auf der rechten Seite. Und wenn wir uns jetzt 700 Jahre Entwicklung mal angucken, da hat sich jetzt nicht so viel getan in der Hochschule. Also irgendwie der Professor stand im 14. Jahrhundert auf der Kanzel, hat gesprochen und die Studierenden haben mitgeschrieben, weil es den Buchdruck noch nicht gab. Und heute sieht es bei uns in der TU Dortmund genauso aus. Die haben zwar alle ihre Laptops da liegen, aber die nutzt keiner, weil die alle irgendwie ein ausgedrucktes Skript haben, auf das sie draufschreiben. Und genau das wollen wir so ein bisschen aufbrechen. Wir wollen ein bisschen das auf die Studierenden zentrieren. Das war so ein Ausdruck vom Teaching to Learning. Das war ein Vorläuferprojekt, das gab es eben auch. Und das ganze ELLI-Projekt ist hier gegliedert gezeigt. Es sind also ganz viele Bereiche. Ich konzentriere mich heute auf die Remote-Labore, aber die anderen Bereiche wie Student Lifecycle, Entrepreneurship und Globalisierung sind auch sehr spannend. Und ich konzentriere mich heute auf die Labore und das ist nur ein ganz kleiner Ausblick von ELLI. Wir haben ganz viele tolle Sachen entwickelt, wie den E-Learn-Nomaden. Da kann man sich abfragen, welches E-Learning-Tool man nutzen möchte. Es gibt eine Going-Abroad-Studie, wie man Studierende ins Ausland bekommt. Ganz besonders stolz sind wir auf hier entwickelte Roboterkurse für blinde Schülerinnen und Schüler. Also wie das Blinde können Roboter programmieren. Ich konzentriere mich auf die Remote-Labore. Was sind Remote-Labore? Remote-Labore sind Experimente, die man durch das Internet live durchführen kann. Und es ist eben nicht virtuell, sondern es ist ein wirkliches Experiment. Man sitzt an seinem Rechner und kann über eine Kamera zum Beispiel so ein Schaltbild hier sich angucken. Man schaltet die Schalter 1, 2 und 3 und sieht dann eben, ganz, wenn man schnell hinguckt, wie die Lampen an- und ausgehen. Und wir haben das Ganze in Dortmund ein bisschen größer da aufgebaut. Unser Remote-Labor ist oben rechts gezeigt. Wir haben einen Roboter und 2 Prüfmaschinen und können damit reale Versuche im Maschinenbau bzw. in der Umformtechnik durchführen. Und die Studierenden sehen eben dieses Benutzerface unten links und können damit dann eben im Echtzeit diesen Versuch beobachten. Die können die Kameras auswählen und eben dann beobachten. Und ganz kurz zusammengefasst, in 20 Sekunden sieht das dann so aus, der Roboter nimmt die Proben, legt die in die echte Maschine ein, die Studierenden können über das Interface den Versuch beobachten, der Versuch wird durchgeführt, in der Umformtechnik ist ein Zugversuch, das ist ein wichtiger charakteristischer Versuch für die Umformtechnik, da können Materialkennwerte bestimmt werden und die können dann eben genutzt werden. Das Ganze haben wir jetzt auch virtuell abgebildet, um einfach auch nochmal die Möglichkeit, eine Virtualität abzubilden. Da kann man jetzt für diese Flipcharts gehen, sich die Sachen auswählen. In echt ruckelt das alles gar nicht so schlimm. Das ist wirklich fast fotorealistisch und man kann dann auch die Versuche mit dem sehen, wie der Roboter die Sachen einlegt. Der große Vorteil in der virtuellen Welt und auch in der Augmented Reality ist, dass bei der Umformtechnik ist immer das Problem, wir sehen die Prozesse nicht, wir können die Prozesse nicht erkennen, die sind in diesen Stahlwerkzeugen hinterlegt und hiermit können wir jetzt Simulationen in die Werkzeuge, in die Maschinen reinlegen und wir können damit den Studierenden den Blick in die Maschine ermöglichen. Also wir können uns virtuell eine Maschine aufschneiden und dann hineingucken. Ja, jetzt komme ich schon fast zum Ende. Was noch ganz wichtig ist, wir haben ein ganz tolles Projekt, das geht ums problembasierte Lernen, das ist die Ingenieure ohne Grenzen-Challenge, wo Studierende Probleme in Entwicklungsländern lösen und das sind wirkliche Probleme und wir sind diesem Jahr auch ausgezeichnet worden als Land der Ideen
Und wer daran Interesse hat, da mitzuwirken, kann sich gerne an mich wenden. Also das sind kleine Aufgaben, die man an Projektteams geben kann, an Studierende, und die dann durchgeführt werden können. Ja, und jetzt noch meine vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Kontaktdaten und nochmal vielen Dank an den Geldgeber, das Bundesministerium für Bildung und Forschung.